Willkommen zurück zu Let's Play Deponia 3. Wir sind immer noch im Hotel, haben im letzten Teil die Heizung ordentlich runtergeregelt und haben Cletus entdeckt, der im gleichen Hotel eingecheckt hat, in dieser, naja, nicht gerade 4-Sterne-Suite. Ah, also 5 Sterne. Und hier steht Oppenbot, seine linke Hand, oder rechte, der Butler. Tasche haben wir ausgetauscht. Wir kommen im Moment nicht um die Ecke hier. Gehen dementsprechend einfach mal nochmal zurück. So, was können wir machen? Zur Kreuzertasse brauchen wir nicht. Zur Wäscherei. Haben wir was für die Wäscherei? Wir haben mittlerweile Shampoo bekommen, genau. Das können wir doch bestimmt einfach irgendwie in die Waschmaschine schmeißen. Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Nein. Verdammt. Okay. Klappt doch nicht. Wofür könnten die Schuppen sein? Ob wir uns auch so eine Kutte basteln müssen? Toilettentür war zu. Wir haben auch noch keine Möglichkeit. Kommen Sie hier vielleicht? Die Toilettentür zu knacken? Mit diesem Krempel kann man sich nicht mal mehr den Hintern abwischen. Ach, das dauert ja Stunden. Stimmt, was nicht das heißt, dass ich ihm die Geschichte mit der Zeitmaschine abnehme. Genau. Richtig, richtig. Ich erinnere mich, da hat sich jemand angeblich mit Zeitmaschine rein teleportiert. Gibt es sonst noch irgendetwas, was hier draußen nicht nagelfest ist? Und der Pelikan? Gut. Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wind! Die Küche brennt! Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Gut, wir haben also das Zimmer gefunden, in dem Cletus eingecheckt hat. Hier sitzt der Seher, richtig? Müssen wir vermutlich irgendwie an die Tarantel rankommen? Möglicherweise durchs Loch in der Wand, was bei dem Gespenst ist. Es sei denn, man kommt nur in den Schrank. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Wird schon nicht passieren. Ich bin der Größte. Mit dem Gespenst das letzte Mal gequasselt oder das vorletzte Mal. Bevor ich dich aber allein lasse. Oh je, jetzt kommt alles raus. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Ah. Wir können ja in dem Zimmer mit Doc und Bodo können wir den Zimmerservice rufen und den dann vermutlich in dieses Zimmer mit dem Gespenst umleiten. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art Stoff gewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich, du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage, ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm, jeder hat doch irgendwelche Laster. Okay, müssen wir das Gespenst vielleicht auch irgendwo hinbringen zu jemandem, der sich etwas möglicherweise vorzuwerfen hat? Ich habe kein Laster, kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Oh, sorry.
Sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Schön, ich verzeihe mir. Schön, ich verzeihe mir. So. Und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Hm. Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in mein Freund der Geisterastronaut. Na los, hopp. Na, verzeih dir doch einfach. Na los, hopp. Na, verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Was ist denn dein Laster? Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch. Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Gut, Lasterkanaster, reden wir über was anderes. Lasterkanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Darf ich mal das Licht anmachen? Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht. Nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Ich bin sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst doch wohl Scham kennen. Ja, ach so, Scham. Natürlich. Diese kleinen, schamförmigen Dinger. Scham, ja, klar. Nettes Laken. Nettes Laken? Finger weg von meinem Laken! Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Das... Also, ich bleibe dabei. Kein Spuk ohne geheimes Laster. Ja, und? Jo. Laster... Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Gut, wir kommen noch nicht... zum Loch. Hier unten ist alles weg. Nach draußen können wir nicht, ne? Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Okay. Oh, das Messer ist weg, das wir hatten. Schade. Pfeffer. Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Das heißt, wir müssten theoretisch den Seher zum Singen bringen in der Dusche. Hier. Sprechen wir mal drauf an. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Ja, dann muss der duschen. Und dann springt der nackelig in die Dusche und dann können wir nämlich die Kutte nehmen. So stelle ich mir das vor. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Oh. Müssen wir den vollstauben? Ich finde, das kann eine Weile dauern. Verstehe. Ja, das kann eine Weile dauern. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Gut, machen wir mal dreckig. Ich sehe, dass du verzweifelt bist, Rufus. Gönn dir eine Pause. Dein Schicksal ist bereits geschrieben. Mag sein, aber diese Klaue kann doch eh kein Mensch lesen. Das könnte alles Mögliche bedeuten. Ich sehe, gönn dir dein Schicksal. Mag sein, aber diese Klaue kann... Das könnte alles... Schade, das funktioniert nicht. Können wir denn sonst noch irgendwie besudeln? Shampoo. Oh, Kapuze. Wir können die Kapuze anwählen. Aha. Absurder Humor ist ja an sich okay. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Okay, dann da vielleicht das Shampoo rein? Schließlich hat er eine Menge Haupthaar. Kein einziges Haar an der Kapuze. Aber wo dann?
Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Aber was denn? Pfeffer rein. Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die... Also, Schuppen, Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Okay, du hast Schuppen. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine... Oder auch nicht. Moment, die Schuppen sind jetzt keiner drin, richtig? Von uns. Jo. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Ich auch fast. Zahncreme. Aber ich denke... Shampoo jetzt rein? Nicht doch. Das würde den ganzen... Staub. Absurder Humor. Aber ich denke... Oh. Da hängt ein handgeschriebenes Etikett an der Flasche. Mein liebes Bärli. Bärli. Ich habe dir etwas von meinem selbstgemachten Spezialschampon eingepackt. Shampoo. Es enthält die geheime Zutat, die dein Haar so schön voll macht. Also pass gut darauf auf. Immerhin musste dein kleiner Bruder dafür auf sein Frühstück verzichten. Das bringt uns aber auch nicht weiter. Aber ich denke... Ich wusste doch, dass ich diese unästhetische Drecksfresse schon mal irgendwo gesehen habe. Zuerst dachte ich aber im Bowlen. Keine Ahnung warum. Wegen der blank polierten Matte. Gut, so können wir noch nicht voran. Kann der Geld wechseln? Wir brauchen schließlich Münzgeld. Nehmen wir mal an, ich würde zufällig das Geld auf deinem Tisch vergessen. Würde die Welt dann trotzdem untergehen? Das Schicksal lässt sich nicht bestechen, Rufus. Lässt sich das Schicksal denn vielleicht durch Gewaltandrohungen einschüchtern? Nein, denn das Schicksal kann Shai-Hulu und hat außerdem eine geladene Plasmapistole unter seinem Tisch kleben. Oh, das war nur so eine Frage. Kann ich das Shampoo direkt in die Hand drücken? Hier, bitteschön. Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Nee, du hast doch jetzt Schuppen. Welche Zimmertür hat denn der Geist? Das ist auf jeden Fall 5. 4, 1, 2, 3, zählt der Schrank mit. Na, der Zimmerservice meint Zimmer 3. Hallo, Rezeption? Matze, wie lautet Ihre Zimmernummer? Ja, 9 ja wahrscheinlich nicht. 1 ist dann vermutlich der Wahrsager. Oder Cletus? Zimmer 3. Ah, endlich erreiche ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Das sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich... Zimmer 1. Zimmer 1. Um die Bettwäsche geht. Es sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Ich würde dann gerne dinieren. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt.
Ah, ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Das würde bedeuten, dass Ockenbot sich vielleicht verzieht. Aber immerhin wissen wir, dass das Klitis in Zimmer 1 residiert. Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belassen. Der Kosten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ja, ruf mal Ockenbot. Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach. Der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen, anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? So. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie es nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Genau, so. Raus hier. Gehen wir direkt drauf. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Wer sind Sie denn? Ich. Oh. 30% Rabatt auf Büroklammern. Was? Wo? Mist. Kommen wir jetzt hier rauf? Perfekt. Die Luft ist rein. Also mal abgesehen von Staub, Schimmelpilzsporen und der generellen Kohlenmonoxidbelastung. So, jetzt hätte ich gedacht, wir müssen uns im Schrank verstecken. Klappt. Gut. Oh, doch nicht. Also das ganze Prozedere nochmal. Schubs, in Docs Zimmer. Oppenbot rufen. Hallo? Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor, wie kann... Moment, was passiert eigentlich, wenn man Zimmer 9 wählt? Hallo? Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Also... am meisten verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt. Na gut, ich hab eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... Zweits. Zimmer 1. Oh, der wie? So. Ich hätte... Na, die schick... Warum? Und sag... Dankeschön. So, ich muss... Jetzt im Schrank verstecken. Was, wenn ich was... klappt auch nicht. Ich bin der Größte. Ins Zimmer vom Seher. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der depperte, 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 Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch, Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja schon, aber... Aber was? Können wir wieder raus? Perfekt, die Luft ist rein. Also mal abgesehen von... Jetzt ist der wahrscheinlich wieder hier. Jo. Puh, wie kriegen wir den Oppenbotten da weg, ey? Klopfen. Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wind! Okay, wie kriegen wir den Oppenbot außer von der Rezeption weg?
Bozo. Komm schon, zieh dir bitte was an. Erlöse mich von diesem Anblick. Hast du immer noch Hunger? Ja, klar. Cletus steigt hier rum. Cletus steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise treti, leise treto. Dem heftigen leise tritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Ups. Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst! Ihr wollt doch nicht, dass Cletus euch hört, oder? Komm schon, zieh dir das an. Komm schon. Zieh dir bitte was an. Erlöse mich von diesem Anblick. Warum sollte ich? Ich sagte, du holst dir die Schüttelpocken. Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn. Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber? Müssen wir ihn dann irgendwie andichten? Ach, mach doch, was du willst. Hast du immer noch Hunger? Und wie? Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Ja, das wissen wir. Sorry, ich... Doc? Du, Doc? Nein. Ich muss los. Ihr habt mich schon... Je weiter du vom Zimmer entfernt bist... Aha. Den Drittelschrauber kriegen wir noch nicht. Wie kriegen wir das Geld gewechselt? Du hast doch bestimmt kein Geld. Er braucht bei dir. Keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Bevor ich... Oje. Nein. Ich wollte... Ein wie meinen? Schon besser. Okay, mit dem können wir auch nichts mehr anfangen. Wie wäre es dann mal mit der Wäscherei? Oder bei der Toilettentür, da können wir auch nochmal anklopfen. Ob es da was Neues gibt. Besetzt! Ach komm schon, du kannst doch nicht ewig da drin hocken bleiben. Und ob ich das kann? Ich habe eine Zeitmaschine. Was braucht der denn? Der braucht, glaube ich, Toilettenpapier. Ne, hier, Papiergeld. Hier, damit geht's bestimmt. Oh... Das ist aber weich. Oh, ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Gut. Wir haben eine Münze. Yay! Und können wir die Toilettentür öffnen? Yay! Und wir können das Toilettenpapier mopsen. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Oh ja, aus dem letzten Teil. Spülung. Schrott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Ja, das ist hier. Kloschüssel. Spülung. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Wow, der hat ja noch nicht mal abgespült. Was soll ich machen? In die Klo? Nein, der hat ja... Gut, das Leck muss gestopft werden. Und wir haben die Münze. Zu den Zimmern. Zum Pastetenautomat. Münze benutzen. Mit Pastetenautomat. Verdammt! Die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Natürlich. Abschmiegeln. Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht... Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Abgeschliffene Münze, so. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Nicht selber essen. Ich glaube, ich werde trotzdem Bozo den Vortritt lassen. So ist brav.
So, wir haben die Pastete. Auf zu Boso. Hier, bitteschön. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Ja, aber richtig. Naja, was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hat dir denn den Quatsch eingeredet? Naja, eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon, schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Müssen wir vielleicht die Heizung erst aufdrehen? Volle Pulle? Machen wir nochmal fix. Geht ja schnell. Die Heizung ist aus. Nicht, dass ich das nicht jederzeit wieder hinbekomme. Ich denke hier vor allem an die Umwelt. Okay, hat sich erledigt. Gut, wir haben die Pastete. Wieso will Boso die nicht annehmen? Naja, ist ja noch nicht ganz fertig. Alles klar. Wie es weitergeht und ob wir weiterkommen. Dann fahren wir beim nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut und tschüss.